Hallihallo und herzlich willkommen zurück nach längerer Zeit zum Medieval 2 Conquer the World Mod Let's Play mit den Japaner, dem Aqua Shogunat Ashikaga. Okay. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, die Chinesen ausgerottet. Oder leben sie noch? Leben sie noch oder sind sie schon gestorben? Shogunat ist das da. Ja, ausgerottet. Nichts mehr. Wir haben es ausgerottet. Und jetzt haben wir gesagt, wir werden die Russen mal angreifen. Oder haben sie schon angegriffen. Haben hier leider ein paar Revolte. Aber das wird sich nächste Ding hoffentlich wieder bessern. Nächste Runde. Und die Musik ist, die gefällt mir noch. Ich konnte sie ja mit dem alten Headset nicht leise genug machen, weil es natürlich irgendwie spinnte. Aber jetzt habe ich ein neues, also schon längere Zeit ein neues, das viel besser ist. Und habe jetzt wieder nach oben gestellt. So. Ja, schauen wir noch kurz, wie wir denn mit den anderen stehen. Wir sind dritter Platz bei den Finanzen. Erster Platz bei der Bevölkerung. Hier sind wir vierter Platz gesamt. Und hier so ungefähr siebter. Bei Militärproduktion sind wir auch erster. Ja. Okay, wie steht's denn mit dem Stammbaum? Ein paar sind schon gestorben. Einer ist schon gestorben. Tragisch verstorben. Was heißt tragisch verstorben? Wahrscheinlich einfach ohne Schlacht oder so. Wir haben sogar einen 30-Jährigen. Der ist 32 und hat ein Kind geboren, das 30 ist. Okay. Dann hat er also mit 2-jährig schon ein Kind, also eine Frau, vergewaltigt. Oh je. Mein König? Du, der Kaufmann, der ist ja hier. Okay. Ah, ich muss zuerst wieder mich reinfinden. Hier wollten wir rüber gehen. Okay, dann machen wir mal eine neue Runde. So. Eine Braut vorgeführt. Versprochen Kazumi Tsetsukiyuki und zu Junko Yukikata. Okay. Dann nimmt die Siedlung ein innerhalb von 15 Runden. Jinchuan. Okay, da müssen wir neue Truppen. Also von hier unten können wir die abziehen. Wir brauchen unbedingt also das Mitglied, sonst desertieren sie. Nehmen wir mal die mit. Die. Und ja, die. Und gehen dann nach oben. So. Hier können wir einen Wachturm machen. Ah, wir können erst nächste Runde einen Wachturm bauen. Okay, und alles ist grün, also Produktion, also verbessert sich. Und natürlich der Aufstand. Oh, Kulturunterschiede. Wir brauchen einen Priester. Und einen Hafen. So. Oder sollen wir lieber eine Taverne oder so bauen? Ein Bordell. Das heißt nur 5%. Wir bauen einen Hafen. Weil mehr Handelseinnahmen, mehr Beliebtheit auch. So. Geht es um fremde Gewässer, mein König? Wir wollten wahrscheinlich auf diese Insel hier. Ja. Weil Minen geben natürlich am meisten Gold. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. Ja, mein Japanischer Mönch, so.
Japanische Mönche, ja. Die haben Mönche gehabt. Und jo, Baubericht. Einen Ledergerber, wir haben genug Geld. Beten wir mal fort. Und Pagoda ist was. Ah. Ja, eigentlich schon, oder? 76% könnte besser sein als eine Pagoda. Und jetzt Shizhuang. Shijiayuang. Hier könnten wir auch eine Pagode. Ja, geht so. Alle drei anderen Religionen. Okay, es hat noch mehr. Stimmt. Aber die sind noch vertreten. Ja, weil wir hier nichts anderes bauen müssen. Pagode. Gut, jetzt waren wir in Shizhuang. Jetzt gehen wir haben zu. Wirtshaus ist jetzt nicht so wichtig. Vladivostok. Ah, das ist noch berühmt. Das kennt man doch. Vladivostok. Ah, haben wir den Ding gebaut. Und Guiyang. Trampelpfad. So. Okay, wenigstens ist es hier grün. Schauen wir noch kurz die Religion hier an. 37%, das ist nicht gut. Okay, eben, hier können wir keinen Turm bauen. Kaufmann in Guiyang. Also Guangdong. Mit keinem Skin. Ihr geht hier nach drüben. So. Und sonst, ah, nix. Krieg erklärt, Großfürstentum Litauen und Königreich Polen sind jetzt im Clinch. Und der Aufstand haben wir gelesen. Also haben wir angeschaut schon vor. Und jetzt muss ich noch fragen, wohin ich muss. Aber natürlich, mein Herr. Hier kann man nix nehmen. Ich weiß nicht, wohin ich soll. Es ist mir eine Ehre, Herr. Geh hier hin. Morgen geht die Reise weiter. Ah, das ist ein Diplomat. Raste hier, mein König. Das ist ein Diplomat. Mein König, seid ihr sicher? Zum Führen bereit. Okay, hier ist nix. Haben wir Herrn Kaufmann hier? Nicht. Okay, das Schiff haben wir bewegt. Jetzt können wir noch schauen, ob wir hier was ausbauen können. Können wir irgendwas bauen? Irgendwo. Nö. Dann können wir eigentlich schon die nächste Runde nehmen. Hier noch kurz. Entlang. Hier ist eine Rebellenarmee. Mein König? Ja, mein Herr. So. Kurz speichern. Japan 20 war das. Aha, Japan 9. Und weiter geht's. Also was haben wir hier? Hier haben wir nicht gerade Gescheites. Ich weiß nicht, wo hier die Siedlung ist. Wir könnten hier runter mal gehen. Na hier. So. Und du gehst hier runter. So. Ja, mein König. Euer Wille geschehe. Wir werden den Feind als erstes entdecken. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Sodele? Hier oben, ja auch. Zuerst den Spion. Ah, hier drüben ist eine Festung.
Sehr wohl, mein König. Aber natürlich. Ja, wir sind halt im Krieg. Nein, wir brauchen nichts von denen. Morgen geht die Reise weiter. Jetzt der Markt. Haben wir gebaut in Kyoto und ein Bordell. Sein botanischer Garten wäre nicht schlecht. Aber wir brauchen langsam Soldaten und Schiffe. Haben wir keine zum Erweitern. Minenverbund könnten wir machen. Nein, nehmen ein Boot ein. Ein Jahrmarkt. Nein, zuerst ein Minenverbund. In Edo. Was haben wir hier gebaut? Bewässerung. Ein Theater könnten. Ja, das ist doch schwach. Ja, hier machen wir einen botanischen Garten. So, und was haben wir hier für Kriegseinheiten? Pferde und Ding. Ledergerber. Okay, haben wir jetzt mit dem Gebäude auch gemacht. Einen Priester in Lodi. Vladivostok. Priester. So. Ah, genau, das ist jetzt im gegnerischen Reich. Wenn wir den im gegnerischen Reich setzen, dann kommen sie natürlich ein bisschen Revolte über oder so, weil wie kann ich helfen, mein Herr? Ja, die Bürger unbeliebt werden, wenn so viele Religionen da sind. Das ist gut. Sehr gut. Euer Wille geschehe. Jetzt das Schiff. Wohin geht es? Ich gehe von Bord. Ja, 80. Ja, ich werde mit dieser. Ist angenehm. Ja. Segel setzen. Können wir noch einen. Nein, Kaufmann können wir nicht mehr rekrutieren. So, wir haben überall Kaufmänner. Ich denke, das war's mit dieser Runde. Ja. So hat sich jetzt die Revolte gelegt dort oben, weil da kann ich nämlich die Truppen weiterziehen. Scheinbar schon. Wir werden niemals aufgeben. Eure Befehle? Eure Befehle? Der Ronin. Der heißt einfach Ronin. Ronin sind die Samurai-Krieger, die keinen Herr mehr haben. Also keinen Anführer mehr haben. Oder auf der Suche nach einem Anführer sind. Ja, toll. Jetzt gibt's wieder Revolte. Da muss ich irgendwas dagegen tun. Und was? Kann man hier ausbeten? Beten wir hier zwei Naginata-Krieger aus. Und tun zwei nach oben. Es braucht mehr als zwei. Nein, irgendwas muss ich machen. Wie lautet euer Befehl? Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Wie viel Unterhaltskosten? Nicht so viel. Ja, eure Befehle? Mein König. Natürlich. Ja, toll. Okay, da geht's halt einmal Revolte. Egal. So, eben ihr geht. Richtung dorthin. Bau abgeschossen. Oh, noch schönes Bild. Der Trampelpfad. Aha. So. Und fortgebildete Soldaten. Söldner Hauptmann. Euer Wille geschehe. In nächster Runde können wir diese Siedlung angreifen. Sehr gut. So, hier unten ist Angkor Wat wahrscheinlich. Dort unten ist Jakarta, das ist
berühmt, auch ja, heute danke. Noch. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. So, diese gigantischen Mammut Türmchen. eben da oben sind wir fertig. Das Schiff ist wieder hier. Mein Herr? Da können wir das Schiff mal hier platzieren. Wie ihr wünscht, Kapitän. Und eigentlich schon ausbilden, neue Einheiten ausbilden. Aber es sind nur schwache Einheiten hier. Eben hier haben wir die ausgebildet. Und hier können wir auch etwas ausbilden. Ja, nehmen wir hier. Naginata-Krieger. So. Also sollte eigentlich jetzt fertig sein, die Runde. Ja, bis dort oben vergessen zu bewegen, aber... Das ist jetzt nicht so wichtig, hier wird nur Russland sein. Dann machen wir die...